Bevor ich euch jetzt erzähle, was man hier alles machen kann und wo ihr Gulasch kaufen könnt, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, sowohl der HFG als auch dem ZKM zu danken für die Gastfreundschaft und die ganze Unterstützung dieser Veranstaltung und möchte jetzt Herrn Professor Peter Weibel, Vorstand und CEO des ZKM, auf die Bühne bitten, um ein paar Worte zu sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und ich darf Sie willkommen heißen in dem Laboratorium der Zukunft, was ja sowohl Sie sind wie auch das ZKM. Das ZKM hat den Ruf, eine Avantgarde-Institution zu sein, Avantgarde der Kunst. Sie haben den Ruf, eine Avantgarde der Technologie zu sein. Und deshalb glaube ich, dass wir beide gut zusammenpassen, ne? Weil wir beide vertreten eine Art Spezies, eine Avantgarde der Menschheit. Und was kann die Mission einer Avantgarde der Menschheit sein? Aus meiner Sicht, um es mal pathetisch und hochgegriffen zu formulieren, wir müssen sich bemühen, aus all dem, was bisher reine Theologie war, Technologie zu machen. Ne? Theologische Konzepte kennen wir zum Beispiel Vertrauen. Ne? Und da haben wir jetzt aber mittlerweile Blockchain erfunden, eine Technology of Trust. Wir haben eine Technik, die uns ermöglicht, Vertrauen tatsächlich zu beweisen. Ne? Oder was ist Wahrheit? Ja? Das sind auch so metaphysische, theologische Konzepte. Ich sage, ja, und ich hoffe mit Ihnen, dass Sie sagen können, wahr ist das, was wir beweisen können. Und alles, was beweisbar ist, ist auch berechenbar. Ja? Das heißt, statt Fabeln haben wir nur mehr Formeln. Ja? Und das ist sozusagen die Bewegung, die ich sehe. Und da hatten wir früher Expertensysteme, immer wenn wir hilflos waren, haben wir nach oben geschaut. Da gibt es irgendwie höhere Wesen, Gespenster, Geister, Götter. Und die sollten uns helfen und sagen, alles gut und schön. Aber statt diesen alten Expertensysteme haben wir neue Expertensysteme, die heißen Algorithmen und Artificial Intelligence. Ja? Und das ist sozusagen, scheint mir, der Weg in die Zukunft. Und ich sehe, dass das, was Zukunft ist, machen Sie heute hier. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ja, vielen Dank, Herr Professor Weibel. Jetzt haben wir natürlich auch, wir sind hier im ZKM, aber wir sind auch schon in der HFG. Und da möchte ich Herrn Professor Johann Friedrich Hartle auf die Bühne bitten, um ein paar Worte zu sagen. Danke sehr. Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, Sie alle willkommen zu heißen, liebe Organisatoren und Organisatorinnen vom Chaos Computer Club und von Entropia, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste der Gulasch Programmiernacht. Im Namen der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe möchte ich Sie, wie gesagt, sehr, sehr herzlich willkommen heißen und auch begründen, warum. Ich kann Ihnen nämlich versichern, dass die HFG sehr, sehr stolz ist auf diese Tage intensiver netzpolitischer und hacktivistischer Zusammenarbeit. Mit der Gulasch Programm, das war kein Witz. Mit der Gulasch-Programmiernacht verschaffen Sie einem politischen Gegenstandsbereich, der häufig ins Unsichtbare verschoben ist, eine sehr, sehr wichtige Öffentlichkeit. Sie machen sichtbar und organisieren einen gesellschaftlichen Raum für Fragen der Datensicherheit, der Netzpolitik, der freien Zugänglichkeit, all jener gesellschaftlicher Ressourcen, die eben durch die Digitalisierung erschlossen wurden. Und ich glaube, dass die Lichthöfe der alten Munitionsfabrik dafür eine ganz hervorragende Kulisse bieten, weil sie sozusagen einen Raum technischer Aggressivität, ja, der traditionell genau diese Funktion hatte, dem Arkanbereich entheben und ja, sozusagen dem Sonderraum unsichtbarer und unverantwortlicher Experten entrissen wird. Dass sie diese Dimensionen gesellschaftlicher Kommunikation sichtbar machen, ist, glaube ich, für die Bedeutung der Gulasch-Programmiernacht ganz und gar nicht sekundär. Es geht eben darum, offen zu kommunizieren, gesellschaftlich zugänglich zu machen und verantwortliche und kompetente Gemeinschaften zu organisieren, die sich ihr dann eben auch stellen. Ja, und ich glaube, dass genau diese politische Dimension der Arbeit des Chaos Computer Clubs, aber auch der Gulasch Programmiernacht überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Vielen Dank dafür. Die Atmosphäre dieser Tage, für all diejenigen, die schon mal da waren, ist das keine Überraschung, wird schlaflos sein, hochgradig sozial und frei, in gewissem Sinne auf digitale Weise orgiastisch. Das digitale Zeltlager, das Sie hier veranstalten, bereichert unsere Hochschule sehr,
auch atmosphärisch. Sie schaffen einen Raum, innerhalb dessen sich auch die HFG je wieder neu erfinden kann. Ein Raum der produktiven Verknüpfung, der Netzwerkbildung, als ein Forum der medienpolitischen Diskussion und als ein Raum der bewussten Mitgestaltung all jener Prozesse, die man unter dem schwammigen und eigentlich unvorteilhaften Sammelbegriff der Digitalisierung zusammengefasst hat. Ich wünsche Ihnen intensive, ereignisreiche und erfolgreiche Tage. Ja, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich auch noch zwei anderen Personen danken, die jetzt hier nicht auf der Bühne stehen, aber natürlich auch Herrn Professor Belitzky von der HFG, der ebenfalls die Gulasch-Programmiernacht sehr lange und sehr intensiv unterstützt, und natürlich auch Frau Professor Riedel vom ZKM, die ebenfalls eine große Unterstützerin und viel Hilfe für diese Veranstaltung ist. Wir sind hier in einem Gebäude, und in einem Gebäude gibt es wie überall ein paar Grundregeln. Das haben wir mal aufgeschrieben. Wenn ihr das alles so umsetzt, dann ist das alles cool. Ist natürlich hier verboten zu rauchen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr die Türen Richtung Lorenzstraße nach 22 Uhr nicht benutzt, weil da sind Anwohner und die finden das irgendwie schlaflos nicht so cool. Stören sie sich dann an dem Geräusch. Das wäre ganz praktisch, wenn ihr dann nach 22 Uhr zum Rauchen oder Quatschen oder was auch immer auf diese Seite des Gebäudes geht. Natürlich, be nice to each other. Hier sind 1.500 Leute auf einem Haufen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kulturen, sei es Netzkulturen oder sonstigen anderen Kulturen. Und da gibt es immer natürlich Konfliktpotenzial, das wollen wir vermeiden. Wir bitten euch, seid nett zueinander und passt auf euch auf. Dieses Jahr sind wir auch zum ersten Mal in den Ausstellungsraum etwas eingedrungen, in die Ausstellung Open Codes, die digitale Welt, die uns umringt, natürlich mit so ein bisschen dem Mittel der Kunst sichtbar macht. Da drin werden auch Vorträge stattfinden, da gibt es ziemlich coole Sofas, wo ihr euch hinschillen könnt. Allerdings kommt das auch mit der Bitte, dass ihr dann unsere Gastgeber irgendwie sozusagen technisch in Ruhe lässt. Weil Künstler sind Künstler und keine Hacker, und das ist ein Unterschied, das ist vollkommen normal, aber ihr müsst im Prinzip nicht zeigen, dass da Windows XP draufläuft, das ist vollkommen egal, denn das ist Kunst. Genau, das gilt natürlich auch für alles andere, nicht nur für die Kunst. Es gibt ein... das ist sehr lustig, aber einen enormen Zuwachs an fahrbaren, selbstfahrbaren Sofas oder Matekisten oder was auch immer dieses Jahr noch fahrbar gemacht wird. Wir würden euch bitten, nur Schrittgeschwindigkeit in der HFG zu fahren, weil es wird sehr eng, es sind hier sehr viele Leute, und ich würde ungern mit einem umgebauten Sofa ins Krankenhaus fahren müssen, weil irgendwie jemand von, keine Ahnung, einer Palette Bier überfahren wurde. Also, Schrittgeschwindigkeit im Gebäude, draußen könnt ihr rasen, wie ihr wollt, dazu aber später noch mehr. Es gibt auch noch ein paar mehr lustigere Regeln, also wir sind hier in Baden, nicht im Schwaben. Es gab da gewisse, ein bekannter Podcast, der vielleicht in einem Moment der Unachtsamkeit da diesen Fehler gemacht hat. Einmal ist ja okay, mehrmals vielleicht dann doch nicht. Wir sind auch nicht die Gulag-Programmiernacht. Das ist kurz danach passiert, also vielleicht waren es mehrere Minuten der Unachtsamkeit. Es gibt hier viele Wände, sei es unsere eigenen oder die der Bundesgeneralanwaltschaft gegenüber. Es kommt nicht gut, wenn ihr da Schokolade oder Waffelteig drauf schmiert. Und ich sage das nicht, weil das ein Witz ist, sondern weil das mal jemand gemacht hat. Also... und das war übrigens auch Kunst. Don't be stupid, weil wenn ihr nämlich zu schnell mit dem Sofa fährt, dann passiert eventuell das hier. Man sieht auch schon mitten im Bild das passende Schrittgeschwindigkeitsschild, was draußen auch gilt. Die waren zwar sehr freundlich, die haben sich aber gewundert, warum das Sofa so schnell fährt. Und haben sich dann, also das muss so irgendwie um 8 Uhr morgens passiert sein, und alle waren betrunken, ich war nicht dabei, ja. Aber sie haben wohl den Turboknopf nicht gefunden und haben das Sofa dann wieder da stehen lassen. Nur so viel dazu, aber allgemein, Polizei ist cool drauf, und solange ihr sie nicht ärgert, ärgert sie uns auch nicht. Das ist ganz einfach.
Genau, also wenn ihr irgendwie, wenn ihr weitere Bekanntschaft mit der Polizei haben wollt, dann könnt ihr einfach mit eurem Quadrocopter über das Gebäude fliegen. Das wurde auch schon ausprobiert und das wird sehr unangenehm. Also für den Piloten des Copters. Genau, es gibt noch so ein paar andere Neuigkeiten dieses Jahr, denn wir haben 10-mal schnelleres Internet als die Winter-GPN. Genau. Also es wird irgendwie noch gesteckt, wir sind jetzt irgendwie bei 120 Gigabit pro Sekunde und morgen dann angeblich bei 210 oder 220. Das hängt noch von so ein paar Faktoren ab, aber das kommt vielleicht noch. Dann, ihr habt es ja schon gesehen, man kommt hier einfach so frei rein, aber vielleicht seid ihr einer der vielen Glücklichen, die einen Deal abgeschossen haben, denn man konnte nämlich bei mydeals.de irgendwann den Gulasch-Programmier nach Deal klicken. Das hat uns dann sehr verwundert, weil der Eintritt sowieso frei ist. sehr viel Kurioses, das natürlich passiert ist, und ich habe es jetzt hier gar nicht in den Folien drin, aber eigentlich, man muss es erwähnen, wir sind endlich relevant. Genau. Uns gibt es jetzt nicht nur im Netz, sondern auch auf Wikipedia, sogar auf der deutschen Wikipedia. Da könnt ihr jetzt dann, also wenn ihr noch den Artikel seht und der Meinung seid, da fehlt was, dann könnt ihr das ja lieb und freundlich da reinschreiben. Es gibt noch viel mehr Neuigkeiten als nur die Relevanz in der Wikipedia. Wir haben eine Hexagon-Bar. Die haben die Schreiner rund um Störte gebaut, irgendwie über Nacht- und Nebelaktionen, und das ist ziemlich cool, also fetten Applaus für Störte und die Schreiner bitte. Was braucht ihr? Ach, okay, wenn jemand LED-Stripes für die Bar dabei hat, einfach an die Bar bringen bitte. Über der Bar hängt auch irgendwie ein Warp-Kern ich muss sagen, es gibt so, jede Veranstaltung hat so irgendwie einen Punkt, über den man besonders viel diskutiert, und das war definitiv der Warp-Kern, und er ist umso cooler geworden, also vielen Dank Madonius, der diesen Warp-Kern geplant hat. Genau, es gibt natürlich noch mehr, denn ihr habt es ja vielleicht schon vorhin gehört, und wir haben auch sehr viel jüngere Besucher hier, nämlich schon auch Richtung 0 Jahre gehend. Deswegen haben wir dieses Jahr das Schnops eingeführt, das Schnuller Operations Center. Da gibt es irgendwie einen Bereich, der so ein bisschen kindersafe ist, da liegen dann keine offenen Steckdosen und 3D-Drucker rum, sondern da gibt es auch irgendwie Stuff, um Windeln zu wechseln und alles Mögliche. Das ist im Raum 112, und wenn ihr Kleinkinder habt, dann könnt ihr da einfach auftauchen. 115, ja, ist im Raum 115, Entschuldigung. Dann haben wir natürlich auch noch das SNOC, das ist das Snake Operations Center, darf man nicht verwechseln. Im Snake Operations Center gibt es das Programmierspiel. Dazu gibt es natürlich auch einen Vortrag nachher, 17.30 Uhr im Open Hub. So viel zu den Neuerungen, und ist natürlich alles größer, besser und schneller geworden. Und vor allem mit 100% mehr Gulasch. Genau, falls ihr noch Fragen habt, wir haben leider keine Parkflächen. Hunde und andere Tiere dürfen hier leider nicht rein, außer es sind Blindenhunde oder ähnliches oder blinden Ponys. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber that's a thing apparently. Wie gesagt, ihr dürft hier nicht schlafen, sondern nur ruhen. Also bitte nach Möglichkeit nicht nachts um 3 mit dem Schlafsack irgendwo hinlegen. Wie immer, wenn ihr irgendwo im Beamer Museum seid und der Meinung seid, dass da nur langweiliger Zeug drauf ist und eine Pixelflut viel cooler wäre, würde ich euch bitten, das einfach zu lassen, weil das führt nun zu Stress. Ich frage an dieser Stelle, wer ist denn zum ersten Mal auf der Gulasch-Programmiernacht? Ja, das sind alle die merken, dass eigentlich man hier nur einmal herkommen muss. Wenn ihr einmal da wart, dann wisst ihr es, ja. Aber wir haben so ein bisschen eine andere Policy, was den Umgang mit Fotos und Bildern angeht. Denn wie ihr gesehen habt, das ist hier ein sehr offener Raum. Hier sind Museumsbesucher, hier sind HFG-Studenten, hier sind Bürger und Bürgerinnen der Stadt Karlsruhe und natürlich drumherum, die hier reinkommen und es auch entdecken wollen. Fotografieren ist erlaubt, wir wollen uns öffnen, wir wollen uns irgendwie nicht verstecken. Allerdings natürlich nur, also wenn da jemand einfach mit seinem Handy ein Gruppenfoto knipst, ist das kein Problem. Wenn er aber dann irgendwie Bilder von einzelnen Personen macht, wo man die Person aktiv darauf erkennen kann und vor allem, wo die Person im Vordergrund steht, dann soll die Person natürlich fragen um Erlaubnis, bevor
das Bild gemacht wird. Wir haben auch so Sticker, jetzt habe ich keinen dabei, in grün und in rot, die könnt ihr entweder auf eure Projekte oder auf euch draufkleben. Dann weiß man ganz genau, ob ihr ungefragt fotografiert werden wollt, ob euch das egal ist oder nicht. Genau, also die könnt ihr am Infodesk abholen. Zu der Ausstellung Open Codes gibt es noch so ein paar Sonderregeln, nämlich da darf überhaupt nicht rumgefahren werden, da darf auch kein Schunk und kein Alkohol mitgenommen werden. Da ist ein Tippfehler. Genau, also man darf keine großen Taschen mit reinnehmen. Da finden eh nur die Workshops und Vorträge bis Mitternacht statt. Das heißt, ihr könnt ja mit eurem Laptop reinschlendern oder so, aber wenn ihr jetzt der Meinung seid, eure 2 Kubikmeter große CNC-Fräsmaschine für Kohlefaser reinzutragen, weil das passiert bestimmt irgendwann, dann das geht nicht und dann wird euch das freundliche Personal vom Sicherheitsdienst auch hoffentlich daran hindern. Genau, dem Personal ist sowieso den Anweisungen Folge zu leisten. Genau, vergesst nicht, es ist ein Museum und es macht um Mitternacht zu. Wenn es Probleme irgendeiner Art gibt, also wenn ihr, was weiß ich, wenn es euch zu kalt ist, ja, dann sagt es uns sofort, weil wenn das dann 3 Wochen später jemand ins Wiki schreibt, dann ist das ziemlich nutzlos, weil dann können wir die Klimaanlage nicht mehr einstellen. Wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, was immer vorkommen kann, haben wir das Care-Team sozusagen. Das Care-Team ist ein Team, was als Mediator auftritt, aber natürlich auch bei Fragen und natürlich auch, wenn ihr eine Vertrauensperson braucht, könnt ihr euch daran wenden. Das Care-Team hat so grüne Badges, also die Orga hat irgendwie orangene Badges und Teilnehmer, glaube ich, schwarz und Orga orange und Care ist sozusagen grün. Die könnt ihr auch anrufen, dazu kommen wir später nochmal. Und die haben auch um 19 Uhr im Ackerspace, also im Museum drüben, einen Vortrag, wo sie sozusagen sich selber vorstellen. So, gibt es, ich frage mal ganz kurz, hat irgendjemand eine dumme Frage bis jetzt oder eine schlaue Frage? Ihr seid alle zu schüchtern, das ist okay. Wir machen weiter. Content, wir haben dieses Jahr über 150 Vorträge. Das ist total krass, weil wir jetzt 4 Vortragsräume im Prinzip durchgehend bespielen können. Workshops von Leuten, die im Go programmieren, Raumschiffe fliegen, über die Gefährdung von künstlicher Intelligenz sprechen. Wir haben aber auch einen Vortrag über moderne Stoffwindelsysteme und Polyamorie. Also es ist sehr breit aufgefächert und das ist im Prinzip genau der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Nicht, dass irgendjemand Vorträge macht über das, was eventuell jemanden interessiert, sondern Vorträge darüber macht, was ihn selber interessiert und was er teilen möchte. Deswegen, immer wenn wir gefragt werden, ja, was soll ich denn für einen Vortrag machen, dann sagen wir das, was euch interessiert. Weil ihr seid ja hier, um es zu teilen mit anderen, sowohl in Vorträgen als auch im Hackcenter, um im Prinzip eure Ideen zu teilen, sie zu erweitern und spannende Dinge zu erleben. Ihr seht, wir haben hier so irgendwie eine coole Winkelkatze und die ist nämlich vom VOG. Das VOX und der Video Operation Center, alle Vorträge bis auf Ausnahmen werden übertragen, live gestreamt auf streaming.media.ccc.de und natürlich danach gibt es auch die Aufzeichnungen auf media.ccc.de. Das VOX sitzt drüben im Hackcenter, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder mithelfen wollt oder so, könnt ihr euch gerne an die wenden. Ich glaube, da ist auch immer Hilfe gefragt. Wir haben auch das POC, das Phone Operation Center. Ihr habt hoffentlich alle euer Decktelefon mitgebracht. Müsste so aussehen oder irgendwie. Ihr könnt das anmelden oder ihr könnt morgen zum Mediamarkt gehen, eins kaufen oder zum Saturn. Weil dann könnt ihr nämlich Handyempfang ist ja ziemlich schlecht. Vor allem, wenn 1000 Leute im Gebäude sind, macht es das nicht besser. Und deswegen haben wir unser eigenes Decktelefonnetz. Und da gibt es ganz viele coole Nummern, die ihr anrufen könnt. Ihr könnt auch von außen anrufen. Ihr könnt auch versuchen, Nordkorea anzurufen. Das funktioniert angeblich, wenn man weiß, wo es lang geht. Genau, und es gibt so ein paar wichtige Nummern, die stehen da auch. Also wenn es Probleme gibt, die 110 oder die 112 wählen, Infodesk oder 1234 für das Care-Team. Zu der Story mit Nordkorea, ich glaube, irgendjemand hat da mal auf dem Kongress einen War-Dialer gebaut und dann hat jemand eine Telefonrechnung gekriegt. Also das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Angeblich kostet Anrufen in Nordkorea 6 Euro pro Anruf, oder? Ach so, pro nicht aufgebaute Verbindung. Also, ja, da, genau, und da hat jemand sich durch Nordkorea durchgewählt. Und da ist natürlich nie jemand rangegangen, weil wer wird schon anrufen, wenn Europa anruft? Also, wer wird das? Würde ich auch nicht das Telefon abnehmen. Nee, jedenfalls, genau, es gibt noch ganz viele andere lustige Nummern. Wir haben ein Telefonbuch auf mikropoc.de und da findet ihr alles.
Genau. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein Riesengebäude. Ich habe das mal hoffentlich richtig rum aufgezeichnet und wir haben dieses Jahr etwas Besonderes, nämlich einen Lautstärke-Gradienten. Das heißt, Open Codes und die Ausstellung ist ganz leise, da ist es ziemlich ruhig und im Foyer sind auch Tische, da könnt ihr euch auch hinsetzen zum Hacken, da ist Strom, das ist durchgehend auch geöffnet, das ist neu zu letztem Jahr und da ist relativ ruhig. Also es gab immer die Jahre davor die Rückmeldung, dass irgendwie zu viel Scooter in der Lounge läuft oder zu wenig Latin oder jetzt jemand Klassik hören möchte. Wenn ihr keinen Bock auf diese Diskussion habt, könnt ihr euch da hinsetzen, da ist keine Musik. Genau, und natürlich in der HFG ist Lounge und Hackcenter und da wird es dann, je weiter man sozusagen nach Norden geht, umso lauter wird es und je weiter man nach dort geht, umso leiser wird es. Lustigerweise stimmt dieses Diagramm vermutlich auch für die Temperatur der nächsten Tage, denn das Museum ist klimatisiert, die HFG leider nicht. Das heißt, ihr könnt euch immer auswählen, ob ihr gerade herabgekühlt werden wollt oder knusprig warm gebacken. Das Wetter sieht aber so aus, als ob es eigentlich eher gemischt wird. Das heißt, es wird wohl nicht sehr, sehr warm. Genau. Wir haben auch die Möglichkeit, und das als kleiner Hinweis, wir sind ja nicht in der Wüste, es gibt auch noch mehr Essen als nur Gulasch. Denn Gulasch gibt es im Prinzip nur abends. Wenn ihr sonst noch was zu essen haben wollt, ich glaube, diesen Restaurants haben wir Bescheid gesagt. Die wissen, dass ihr vorbeikommt. Es gibt das Mint hier, es gibt irgendwie den Dönerladen gegenüber und also es sind fast alles Dönerläden oder so Kaffees und da könnt ihr im Prinzip auch euch einen Snack holen. Genau, Essen gibt es Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils um 8 Uhr abends mit Gulasch bzw. Curry und Gulasch. Es gibt auch immer eine vegane Alternative. Es tut mir leid, dass wir keine, also ich wurde gefragt, ob wir eine auch noch Alternativen glutenfrei und wenig was weiß ich was. Also wir können nicht für 18 Varianten kochen, deswegen gibt es vegan und nicht vegan. Und hoffentlich findet jeder, was er möchte. Frühstück gibt es ab 10. Es soll auch Pizza geben, oh Entschuldigung, und angeblich Obstkuchen. Weil es gibt nämlich, und das müsst ihr wissen, dass es, wir sind ja auf einem Chaos-Event und deswegen muss immer ein bisschen Chaos sein. Und neben der Gulasch-Programmiernacht gibt es auch die Gulasch-Gulasch-Nacht. Und das sind irgendwie die Köche, die dann betrunken nachts um eins anfangen, Musik im Zelt aufzulegen. Da soll es angeblich auch Vorträge geben und DJs, die auflegen. Also letztes Jahr war das dann so. Also da findet auch was statt und da könnt ihr auch hingehen. Genau. Jetzt noch, ich bin gleich am Schluss, das ist irgendwie unheimlich viele Folien geworden. Wie läuft das hier eigentlich? Also, falls ihr das nicht wisst, ja, hier sind wir sind alle freiwillig. Und wenn irgendwie was kaputt ist oder der Biertisch an der falschen Stelle steht, dann bewegt er sich nicht von alleine. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen und wir sagen auch immer gerne, dass es keine Besucher gibt, sondern nur Teilnehmer. Wir sind genauso wie für das Wissen sind wir für euch eine Plattform. Wir bauen euch im Prinzip euer Wohnzimmer, aber aufräumen müsst ihr immer noch selber. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr euch im Troll-System anmeldet. Bei uns sind es Trolle, auf anderen Veranstaltungen sind es Engel, Helfer oder wie auch immer man sie nennt. Ihr könnt euch auf trollsystem.de anmelden, eure Schichten klicken und wenn ihr ganz viel getrollt habt, bekommt ihr eine Gulaschschüssel und das sind ganz wenige Gulaschschüsseln, nämlich nur 100 Stück. Und ich glaube, ja, also es gibt irgendwie, es ist nicht wer mindestens 10 Stunden, sondern die Top 100 Helfer und ich glaube, das schafft ihr. Also einfach, man muss hier bei der Gulaschausgabe helfen, bei der Bar ein bisschen aufräumen oder dem Wok helfen. Ich glaube, die brauchen auch Trollschichten. Genau, und dann kriegt ihr so eine coole Gulaschschüssel. Damit bin ich eigentlich schon fast durch. Es gibt noch eine Sache und genauso wie wir auch Helfer brauchen, brauchen wir irgendwie auch Geld. Denn wir leben in einer Welt, die mit Geld funktioniert. Und wir planen eine Veranstaltung für euch, die komplett kostenfrei ist. Freier Eintritt, pay what you can, nicht pay what you want. Und deswegen bitten wir euch, weil wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns diese Spenden macht. Und ich glaube, Herbert hat mir empfohlen zu sagen, dass wenn ihr nicht genug spendet, dann muss diese Katze sterben. Nein, das war nicht Herberts Idee, ich brauche nur einen Schuldigen. Genau, nee, also wir würden euch bitten, Wenn ihr könnt, spendet mindestens 25 Euro. Wenn ihr mehr spenden wollt, könnt ihr auch mehr spenden, weil wenn ihr zum Beispiel 50 Euro spendet, ladet ihr jemanden ein,
der kein Geld hat und trotzdem mit uns hier sitzen, programmieren und sich austauschen möchte, oder jemand, der nur 5 Euro spenden kann. Genau, ihr könnt uns auch Spenden überweisen. Ab 200 Euro, glaube ich, stellen wir eine Spendenquittung aus. Oder auch ab weniger. Wenn ihr eine Spendenquittung haben wollt, müsst ihr auf eurem Telefon Geld anrufen. Dann kommt der liebe Nikola. Wir haben Zettel am Infodesk und ihr könnt euch eine Spendenquittung abholen. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Spenden sind wichtig. Ohne Spenden geht das leider nicht. Und einfach, wenn ihr dann beim Spenden seid, denkt einfach an diese liebe Katze. Damit wünsche ich euch sozusagen viel Spaß. Jetzt direkt hier im Anschluss findet, glaube ich, das Troll-Meeting statt. Genau. Also wenn ihr, weil ihr alle noch nie da wart, habt ihr wahrscheinlich auch noch nie mitgeholfen. Also ich denke jetzt mal. Und deswegen alle, die jetzt wissen wollen, wie das Trollen funktioniert und was man beachten muss, damit man das sozusagen überlebt, würde ich euch bitten, einfach hier zu bleiben. Und der Jack übernimmt dann und erklärt es dann. So, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch viel Spaß bei der Gulasch-Programmiernacht.